kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 20. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr für alle Gestalten Barrierefreiheit sichern. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Ich nehme an, es gibt auch gar keinen Sitzplatzwechsel. Dann eröffne ich die Aussprache und als erstes erhält das Wort Dr. Jonas Geißler für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mit Menschen mit Behinderungen aufgewachsen. Meine Mama ist Krankengymnastin und seit ich ein kleines Kind bin, war ich immer wieder genau mit den Kindern, die sie behandelt hat, konfrontiert. Das war einerseits gut, weil du deswegen ein Gespür für Barrieren im Alltag kriegst. Andererseits ist es gut, weil im Gegensatz zu vielen anderen Menschen habe ich überhaupt keine Berührungsängste, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Und Sätze, die man immer wieder hört, warum braucht es denn Geld für Barrierefreiheit oder muss denn das wirklich sein, stoßen bei mir auf völliges Unverständnis. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen ein Video auf YouTube gesehen. Das Ganze war von der Aktion Mensch, wo der bekannte Rapper Echo Fresh sich mit einem anderen Rapper Rolling G, der im Rollstuhl sitzt, austauscht über seinen Alltag. Mit Erlaubnis der Präsidentin würde ich aus diesem Lied zitieren. Nein, singen werde ich nicht. Komm, ich nehme dich auf eine kleine Reise mit. Stell dir vor, du denkst, du bist ein freier Mensch, von Geburt an körperlich eingeschränkt. Willst im Café sitzen, denkst, ich tank da Kraft. Kommst nicht rein, weil der Laden keine Rampe hat. Denkst dir, ich kann da hinfahren, kommst wegen dem Stuhl, aber nicht in die, Verzeihung, scheiß Straßenbahn. Am Hauptbahnhof, wo es einen Ausstieg gibt, funktioniert der gottverdammte Aufzug nicht. Siehst du jetzt, dass ich es nicht einfach habe? Deutschland 23. Ich habe keine Kraft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns alle eint das Ziel, dass wir Mobilität flexibel, aber vor allen Dingen für alle barrierefrei anbieten. Und genau dieses Ziel verfolgen wir mit dem Antrag, den wir heute gestellt haben. Wir greifen damit Forderungen auf, die seit langem formuliert sind, aber wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie das Thema Barrierefreiheit ohne großen Mitteleinsatz umgesetzt werden könnte. Wir haben zum Beispiel die Idee ins Auge gefasst, dass man durchaus an die Präsenzzeiten des Servicepersonals rangehen kann und dass man alleine schon über Schulungen sehr, sehr viel erreichen kann. Dass Menschen, die im ÖPNV und im SPNV arbeiten, einfach wissen, wie sie mit Menschen mit Behinderung anders umgehen sollen. Sie alle können nachlesen, was wir für gute Forderungen haben. Bitte sehen Sie diesen Antrag heute als Beginn einer Debatte, wo es am Ende um neue Wege geht, die wir gemeinsam gehen. Vielen Dank. Jan Plobner gibt zu Protokoll und somit kommen wir zu Mike Monczek von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren hier im Parlament und zu Hause vor dem Bildschirm zur fast nachtschlafenden Zeit. Die Verbesserung der barrierefreien Mobilität, meine Herren von der Union, ist wichtig und richtig. Und wir als AfD unterstützen Ihr Anliegen und Ihren Antrag. Dass der barrierefreie ÖPNV eine Menge oder eine Megabaustelle sogar ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Mein Kind ist jahrelang auf den Rollstuhl angewiesen gewesen und meine Mutter, Entschuldigung, mit 89 Jahren mit einer Gehhilfe im jetzigen Dasein ebenso. Also, ich weiß, wovon ich rede, und ich sage Ihnen, Mobilität ist das Recht für alle Bürger.
Es gibt erhebliche Probleme. Selbst da, wo Fahrstühle, Rampen ans Bahngleis führen müssten, sind diese häufig defekt oder überhaupt nicht da. Und ja, der Herr Müller hat gerade jetzt das Plenum verlassen, der Eisenbahner aus Chemnitz, der sich ja immer so stark macht. Und solche Missstände, werte Regierungsparteien, die müssen wir sofort beenden und da muss sofort aufgeräumt werden. Denn so geht das nicht. Der Antrag ist leider aber auch ein klassischer Schaufensterantrag. Das kann man nicht anders benennen. Ja, Menschen mit Einschränkungen bewerten den ÖPNV viel schlechter als der normale Mensch. Ich will nicht sagen, das ist unnormal. Entschuldigung, das nehme ich zurück, wenn es falsch verstanden wird. Bürger, die das nie können, was wir als selbstverständlich betrachten, und ich sage Ihnen, ich hatte das Erlebnis über Jahre mit meinem Kind, das muss man erst mal erleben, um selber zu wissen, was das bedeutet. Wie mein Vorredner sagte, es können sich zwei unterhalten und wissen nie, dass sie vom Gleichen reden. Da haben Sie vollkommen recht. Wir sind dafür, dass das ein Recht für alle ist, und wir werden alles dafür tun, um es dazu zu bringen. Nur die Regierungsparteien sollten endlich liefern, was sie uns versprochen und was sie den Leuten hier im Land versprochen haben. Liebe Union, was Ihnen fehlt, ist Ihre Vorstellung, wie Sie die finanzieren. Ist das jetzt das kommende Doppelsuper-Sondervermögen oder ist es was anderes? Wie wird es denn bezahlt? Sie schlagen vor, die Maßnahmen aus irgendwelchen Töpfen, aus irgendwelchen einzelnen Ländern zu finanzieren. Mein Vorschlag, gehen Sie mal zum Herrn Kretschmer nach Sachsen, sagen Sie ihm doch bitte, dass er in Sachsen nicht alles für seine Bürger tut. Das wissen wir, aber Sie können es ja mal selber sagen, denn er müsste ja dann dafür das Geld rausrücken. Von den Finanzen der Kommunen ganz zu schweigen, denn die haben ja im Moment ein Riesenproblem mit den unkontrollierten Flüchtlingen. Ich glaube, die haben kein Geld dafür. Es gibt sehr viele Menschen, die täglich mit Barrieren zu kämpfen haben oder direkt von der Mobilität ausgeschlossen sind. Unseren Bürgern helfen solche Binsenweisheiten, wie Sie sie hier bringen, ohne klare Finanzierung kein Stück weiter. Die AfD unterstützt alle Maßnahmen, die den Bürgern mit eingeschränkter Mobilität, aber auch Müttern mit Kinderwagen, die wir auf keinen Fall vergessen sollten, im ÖPNV und im Tourismus überall in Stadt und im ländlichen Raum zugutekommen. Sie Glück auf jetzt und gute Fahrt für alle Bürger. Danke. Als nächstes erhält das Wort Stefanie Effner für Bündnis 90 Die Grünen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, Sie alle kennen das, wir sind ziemlich viel unterwegs auf Veranstaltungen, aber sind Sie auch 6 Stunden unterwegs, um nicht an Podiumsdiskussionen teilzunehmen? Mir passiert so etwas regelmäßig, aufwendig geplant, losgefahren, Zielbahnhof, Aufzug defekt, wieder zurückgefahren, nicht teilgenommen an Veranstaltungen. Wir sehen, wir haben 2 Probleme. Die Planung von barrierefreien Reisen ist viel zu kompliziert und Infrastruktur ist bis heute nicht zuverlässig barrierefrei. Wir haben also große Aufgaben. Von daher freue ich mich sehr, dass der Antrag der Union uns heute die Gelegenheit bietet, über dieses wichtige Thema zu debattieren. Am Anfang der Debatte sind wir allerdings mitnichten. Wir haben gerade eben eine deutliche Verbesserung beschlossen. Wir haben nämlich die Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes beschlossen. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass Menschen mit Behinderungen vor der Zentrale der Deutschen Bahn in Berlin protestiert haben, weil die Leistungen der Mobilitätsservicezentrale eben nicht mehr für alle Verkehrsunternehmen angeboten werden sollten. Damals hat man in mühseligen Verhandlungen eine freiwillige Vereinbarung getroffen und aufgrund der EU-Fahrgastverordnung, die Fahrgastrechteverordnung, die wir hier heute umsetzen, stellen wir das endlich auf verbindliche, rechtssichere Füße. Wir gehen aber sogar über die EU-Fahrgastrechteverordnung hinaus. Wir haben das nämlich zum Anlass genommen, auch die Informationen über barrierefreie Angebote verpflichtend zu machen. Sie liegen bei den Unternehmen vor. Jetzt stellen wir sie endlich auch den Fahrgästen zur Verfügung. Diesen Mut, liebe Union,
hätte ich mir bei der Umsetzung von EU-Vorgaben von Ihnen in der letzten Wahlperiode auch gewünscht. Sie haben leider Dienst nach Vorschrift gemacht, als das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz geändert wurde. Dort ging es nämlich um Fahrkartenautomaten, die Sie jetzt in Ihrem Antrag erwähnen und sagen, die muss man barrierefrei erreichen. Damals, naja, der Fahrkartenautomat muss digital barrierefrei sein, Stufen davor, nicht hinkommen, Pech gehabt. Die bauliche Umwelt wollten Sie damals explizit nicht mit in die gesetzlichen Regelungen aufnehmen, obwohl die EU-Vorgaben das explizit vorgesehen haben. Aber schön, dass Ihr Mut heute weitergeht. Wir haben die Bundesinitiative Barrierefreiheit gestartet und wir wollen endlich Private auch zur Barrierefreiheit verpflichten, wozu natürlich auch private Verkehrsunternehmen gehören. Die Ausnahmen, die bisher in den Nahverkehrsplänen möglich sind, schaffen wir zum Jahr 2026 ab. Auf einen Aspekt auf Ihren Antrag möchte ich aber schon noch mal eingehen. Sie fordern die Beteiligung der Organisationen und Verbände von Menschen mit Behinderung. Ich komme selber ursprünglich aus einer solchen Organisation, kann ich nur unterschreiben. Eine Sache verwundert mich dann allerdings schon sehr. Sie fordern mal eben, wir ändern die Neigung von Rampen von 6 auf 10%. Ich weiß nicht, Sie können sich gerne meinen Rollstuhl mal ausleihen und das ausprobieren, wie das so ist, fast die doppelte Steigung mit dem Rollstuhl hochzufahren. Schwierig. Aber Barrierefreiheit ist definiert als grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Und genau das erfüllt Ihre Forderung nicht. Vielleicht wäre es schön gewesen, wenn Sie beim Schreiben Ihres Antrages sich selber von Organisationen von Menschen mit Behinderungen beraten lassen hätten, ohne mal eben Standards eindampfen zu wollen. Was ich allerdings positiv vermerke, Sie wollen sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, werden all die Änderungen, die wir vorhaben, konstruktiv begleiten und dann hoffentlich auch im Bundesrat zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und das Wort erhält Thomas Lutze für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu später Stunde hier zwei Beispiele aus der saarländischen Praxis, warum es leider immer noch notwendig ist, über Barrierefreiheit zu diskutieren. Erstes Beispiel. Wenn man als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer mit dem Regionalverkehr von Saarbrücken nach Ottweiler fahren will, bekommt man die Ansage, Zitat, fahren Sie doch bitte 2 Haltestellen weiter und nehmen Sie dann den Gegenzug zurück. Mal abgesehen davon, dass sich dadurch die Reisezeit um 30 bis 60 Minuten verlängert, versteht man so etwas nur als Bahninsider, was das soll. Also, man kommt von Saarbrücken mit dem Zug, der hält in Ottweiler, auf einem Inselbahnsteig, der nur über Tunnel oder Brücke erreichbar ist. Fährt man dann eben weiter nach St. Wendel, die 2 Haltestellen, bekommt man barrierefrei zum Gegenzug. Sie fahren also zurück und können in Ottweiler am Bahnsteig 1 aussteigen und den Bahnhofsvorplatz barrierefrei erreichen. Es fehlt einfach ein Fahrstuhl an einer der neu gebauten Fußgängerbrücke und das schon seit Jahren. Zweites Beispiel. Sie fahren als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer mit der Regionalbahn von Nied-Altdorf oder Siersburg nach Dillingen, um von dort aus zum Beispiel weiter nach Saarbrücken oder Trier fahren zu können. Hier bekommen Sie regelmäßig die Ansage, dass aus Personalmangel die mittlerweile barrierefreie Regionalbahn heute nicht fährt. Dafür ist ein Schienenersatzverkehr via Linienbus eingerichtet. Kein Problem, möchte man meinen. Doch der Zustieg in diese Busse ist mit Rollstuhl nicht möglich. Eine andere Ersatzlösung, Taxi zum Beispiel, wird nicht angeboten. Es heißt, Zitat, es tut uns leid. Im Saarland sind rund 50% der Bahnhalte nicht barrierefrei. Wer trägt dafür die Verantwortung? Es gibt ein Recht auf Barrierefreiheit. Es gibt einen Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe. Und es gibt eine UN-Menschenrechtskonvention. Und wenn Sie bisher unseren Anträgen nicht zustimmen konnten, dann stimmen Sie den Antrag der Union zu. Da ist vieles noch nicht ganz vollständig. Es gibt auch das eine oder andere Detail, was vielleicht noch geändert werden kann. Aber er geht eindeutig in die richtige Richtung. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf.
Valentin Abel gibt zu Protokoll. Und wir kommen zu Wilfried Oellers für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und sehr verehrte Restgäste noch auf den Zuschauertribünen. Ich habe Restgäste gesagt, es war eben noch sehr voll. Und, fühlen Sie sich nicht falsch angesprochen? Nein, nein, so war das jetzt nicht gemeint. Es war jetzt meine Redezeit auch bald vorbei. Ich habe nur 3 Minuten. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland ist in der Tat ein schönes Land, aber auch ein vielfältiges Land. Und für viele Menschen mit Behinderungen wird diese Vielfältigkeit leider Gottes auch beim Reisen im öffentlichen Personennahverkehr und im Schienenpersonennahverkehr doch häufig zur Schwierigkeit. Wenn man in dem einen Bahnhof noch barrierefrei einsteigen konnte, ist die Frage, ob man am anderen noch barrierefrei aussteigen kann. Wird dann eine Rampe besorgt? Frau Effner hat es eben erwähnt, über den Prozentsatz können wir gerne noch mal nachdenken. Aber ist die Rampe besorgt, kann es eben auch passieren, dass die Rampe dann doch zu steil ist und nicht funktioniert. Kommt man doch raus, kann es dann passieren, dass man am Fahrstuhl ankommt und der dann leider aufgrund eines technischen Defekts nicht funktioniert. Wir sehen einfach, dass die Barrieren noch vielfältig sind und dass wir eigentlich auch neben der Vielfältigkeit endlich mal mehr Verlässlichkeit braucht und nicht einen Flickenteppich, was die Barrierefreiheit im ÖPNV betrifft. Mein Vorredner, der Kollege Jonas Geißler, hat auch schon einige Themen angesprochen, die wir im Antrag erwähnt haben. In der gebotenen Kürze will ich vielleicht noch mal 3 Aspekte ansprechen. Frau Effner, weil Sie auch ansprachen, bis 2026 soll eben auch alles barrierefrei sein. In der damaligen Legislaturperiode 2009 bis 2013 mit der FDP zusammen haben wir eine Frist bis 2022 gesetzt. Die wurde leider nicht eingehalten von den entsprechenden Verkehrsunternehmen. Ob die Verlängerung bis 2026 jetzt ausreicht, wurde zumindest in einem Fachgespräch, das wir geführt haben, in Frage gestellt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gesagt wurde, manche Bahnhöfe, da wäre es eben technisch schwierig, das umzusetzen. Ich finde, wenn dieses Argument gezogen wird, technisch schwierig umzusetzen, finde ich, dann sollte auch eine entsprechende Begründung geliefert werden. Und diese Begründung müssen wir von den Verkehrsbetrieben verlangen. Zweiter Aspekt. Neben Bund, Länder und Kommunen ist es einfach auch wichtig, die Menschen mit Behinderungen doch auch mit an den Tisch zu nehmen, um einfach auch verbindliche Kriterien und Standards finden zu können, mit denen die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen auch entsprechend gewährleistet werden kann. Ja, und drittens, ganz kurz formuliert, man soll es einfach mal machen, weil die finanziellen Mittel, es wurde eben schon in Frage gestellt, stehen zur Verfügung. Sie werden eben nur nicht abgerufen und das sollte doch mal endlich geschehen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn man unserem Antrag folgt und das vielleicht auch aus dem Bundesprogramm Barrierefreiheit, das ist ja jetzt nur noch eine Initiative, dass man vielleicht doch da Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum Schluss mit dem letzten Satz. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Mit dem letzten Satz, Deutschland ist ein schönes und vielfältiges Land. Es sollte nur für alle auch bereisbar sein. Dankeschön. Martin Kröber gibt zu Protokoll und somit beende ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 7190 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so.